Willkommen zurück bei Let's Play Yu-Gi-Oh! Und wir gehen jetzt erst einmal weiter. Ach scheiße. Wieder vergessen, meinen DS bereitzulegen. Bis gleich. Wer bist du? Ah, jetzt weiß ich es. Du bist ein Kumpel von den beiden. Was hat sich Dojima verirrt? Ich werde dich nicht gewinnen lassen. Los, Duell! Okay! Obdachloser! So ein Obdachloser! Naja, machen wir den Obdachloser mal fertig. Der sein Deckname heißt auf Deutsch Tod, Tod, Tod. Und es ist ziemlich stark. Er hat ein Spirit, Spirit Deck. Mal schauen, wie wir gegen ein Spirit Deck uns behaupten können. Gut, spielen wir Pokal des Asses für den Anfang. Ah, er zieht zwei. Das heißt, es hat einen Vorteil. Ich spiele, es müsste verteidigen, weil er mehr Karten hat als ich. Hat jetzt wie sagt man, eine stärkere Angriffskraft. Deswegen spiele ich jetzt auf Defense und setze mich aber nicht verdeckt. So, mal, ich bin gespannt, was er macht. Er holt sich wahrscheinlich mal so die Hand des Kaisers. Mhm. Tja, jetzt kommt unsere Falle. Schnapptornado, und er kann sich von seinem Mausoleum verabschieden. There is no tarot card in your hand. Ach, er hat eine zweite? Naja, okay. Dann hat er sie halt verschwendet, die Karte. Okay, das ist kein Spirit Monster. Aha, scheint durch Verteidigung zu gehen. Gut, dann ziehen wir ihn erstmal ein paar Lebenspunkte ab. Soll ich oder soll ich nicht? Ja, doch, ich mach. So. Und das ist jetzt eine verdeckte, zwei verdeckte. Und beendet seinen Zug. Jetzt sind wir wieder dran. Elfenbox, die haben mir ins Deck reingetan vor 2-3 Parts. When this card is normal business one, yeah. Das ist nicht das, was ich wollte. Aber ich glaube, ich habe eine Idee. You can pay life points in to have the monster it's battling. Ich weiß nicht, ob man damit unser Monster stärken können oder schwächen. Wo ist ein Y bei mir? Scheiße. Na egal. Spiele ich das halt. Decken wir unser Mecha-Häschen auf. Und er kriegt 500 Damage. Damage. When a Psychic-Type Monster and you control battles. Ah, verstehe. Wenn es in der Battle Phase ist, okay, dann geht's nicht. Haben wir jetzt ein Synchro. Tun uns unseren magischen Androiden her. So. Falls ihr euch fragt, warum ruft es sein magischer Androiden? Sein Monster ist doch viel schwächer. Wir haben jetzt unsere Feenbox oder Elfenbox. Und wenn er angreift, wird eine Münze geworfen. Bei Kopf werden die Angriffspunkte seines Monsters zu 0. Und bei Zahl passiert nichts. Und die könnte entscheidend sein. Hingo, Kago, Sushi, die haben ja gezogen. So, wir müssen sie aktivieren jetzt. Wir haben keine andere Wahl. Achso, wir müssen raten, okay. Kopf oder Zahl? Der Kopf hat mir noch nie enttäuscht. Yes! Jetzt werden die Angriffspunkte seines Monsters zu 0! Der Nachteil an Elfenbox, wir müssen pro Runde 500 Lebenspunkte abgeben. Und sein Hingo Kago Sushi kommt wieder auf seine Hand. So, da ich die Karte auf dem Feld behalten will, zahle ich erst mal 500.
Ja, ich greife ihn einfach direkt an. Wir haben keine andere Wahl. Ich wusste, er hat was, um sich zu verteidigen. Ja, gibt ihm zwei Zählmarken, die kann er nicht opfern, außer für ein Monster vom Typ Finsternis. Naja, okay, dann lassen wir es erstmal dabei und spielen Gräber uns noch im Angriff. Position. Und beenden unsere Runde. So, wir kriegen wieder Life Points. Und er kann sein Mausoleum nicht verwenden, weil er sonst Lebenspunkte da opfern müsste, die er nicht mehr hat. So. Aha, die können wir auch gut verwenden. Jetzt haben wir erst einmal wieder 500. Wir können die ja immer mit magischer Android herholen, die Lebenspunkte. Gut, ja, der hat bestimmt eine 13. Tribut. Und wenn doch, dann ärgere ich mich halt, aber egal. Reißende Tribut ist eine Fallenkeile, zerstört alle Monster auf dem Feld, wenn eins beschworen wird. Okay, greifen wir erst einmal seine Spielmarke an. Gut, Kreber hat zu wenig Angriffspunkte. Halt eben mit magischer Android. Er hat den Rechner, lol. Ja, okay, seine Monster haben ja auch viele Stufen, kann man ruhig reintun. Und der beendet das Ganze. 1200 hat er verloren. You win. Gut, was haben wir für Boni? Win Game Bonus. Angriffsableitungsbonus, glaube ich, ist es. Und ja, wir haben jetzt insgesamt 804 DP. Gut, ich warte jetzt mal kurz, ich musste schnell nachspielen. Ich hab's auch gleich. Mit Cheats geht es ja recht schnell. So, okay. Okay. Und er haut ab. Na toll. Okay, dann speichern wir es nochmal. Und indem wir jetzt zurückgehen. Indem wir zurückgehen, wo ist der Savepunkt? Wo ist der Savepunkt? Wo ist der Savepunkt? Hier. Hier ist der Savepunkt. Gut, braver Savepunkt. Ja, gut, dann gehen wir mal über die Brücke. Und da ist Tank! Muss nachspielen, muss nachspielen. Muss nachspielen. Kevin LP, du bist gekommen! Der Kerl, der immer sagt, blockierte den Weg und ich konnte nicht raus. Ach, so schwer ist er doch. So groß, so fett ist er denn mit deiner Masse, hältst du den Loch leicht umgeklatscht. Hä, wo ist eigentlich Blitz hin? Ja, jetzt berichtet er das Ganze, bla bla bla, Quatsche. Ach ja, freut mich, dass es ihm gut geht. Ich will weglaufen, aber ich habe zu viel Angst, um mich zu bewegen. Oh Mann, was für eine Pussy. Sorry, aber du musst allein weitergehen. Ja, okay. Dann machen wir das einfach mal. Gehen wir mal zurück. Oh mein Gott! Scheiße, ich muss dauernd nachspielen, das regt mich auf. Danke, dass du auf meine Jungs aufgepasst hast. Vielen Dank, ja. Ah, Kevin LP, sei vorsichtig. Der Typ ist ihr Boss. Kommt, um ihnen zu helfen? Wie Arroganz. Du kannst so nicht mit jemandem aus der Stadt umgehen. Mensch. Und das bedeutet, dass die... und was bedeutet dann die Markierung? Wann bist du hier gelandet? Du wirst kämpfen, um wieder besiegt zu werden? Okay, ich nehme es mit dir auf. Du willst ein Duell? Du kommst aus Satellite, ich habe keine Angst vor euren schwachen Decks. Jetzt geht's los, zeig's mir! Und, ne, machen wir eine Battle-Musik. Lots of Bugs. Auf Deutsch viele Käfer. Staffel mal als Zweiter. Gut, er hat ein sehr starkes Insektendeck.
Gegen das habe ich auch einige Male verloren. Wo ich das zum allerersten Mal gespielt habe, da bin ich da lange nicht weitergekommen. So, wieder der gleiche Beginn wie vorhin. Cup of Age. Jetzt zwei Karten für uns. Und naja, setzen wir erstmal Großschildwache. Und drei Gigi-Brecher und ja, das müsste fürs Erste reichen. Na toll. Staubtornado ist was für ein Scheiß. Pinch Hopper. Oh Mann. Jetzt kriegt er zwei Ja, wieder zwei wie heißen die Spielmarken? Die wird er wahrscheinlich opfern. Nee, macht er nicht. Okay. Er hat unsere Großschildwache angegriffen. Er verliert 800. Allerdings ist der Nachteil unseres Monsters. Das kommt in die Angriffsposition, wenn es angegriffen wurde. Ja, und seine Ameise ist stärker als unser. Deswegen wird es zerstört. Oh, es greift uns direkt an. Das ist natürlich blöde. Unsere Lebenspunkte sind wieder auf demselben Level. Jetzt sind wir wieder dran. Gut, ich kann noch keine Taktik da erstellen, aber wir müssen angreifen. Naja, sein Monster und unser Monster sind gleich stark. Aber ich spiele trotzdem mal Finstere Valkyrie und greife eine seiner Spielmarken an. Fuck! Wenn wir angreifen, wird das Monster aus dem Spiel entfernt. Verdammt. Okay, Endphase. Ja, er greift uns jetzt direkt an. Ja. Ist ja gut. It doesn't hurt. Verdammt, haben wir jetzt viel Schaden gekriegt, ey. Ei, die könnte uns helfen. Die wird uns sogar helfen. Indem wir sie mit Klanghühnchen kombinieren. Da unser Klanghühnchen sage und schreibe 2400 Angriffspunkte und es kann jetzt im Kampf mit einem Monster mit 1900 oder mehr Punkten zerstört werden. Das heißt, unser Klanghühnchen kann überhaupt nicht im Kampf zerstört werden. Okay, und jetzt hier noch die verdeckt, falls unser Klanghühnchen drauf geht und beenden mal die Runde. Ach nee, nicht diese. Jetzt kann er die Kontrolle über einen Monster tauschen. So hat sich das nicht. So wollte ich das nicht haben. Fuck. Er macht uns fertig. Scheiße, jetzt setzt unser eigenes Monster gegen uns ein. Der Rechner, toll. Naja, wir müssen weiter angreifen. Und zack. Weg mit der Ameise. Endphase. Jetzt ist er wieder dran. Der greift wahrscheinlich. Oh, scheiße. Scheiße. Okay, ich würde sagen, wir haben verloren, ne? Ja, wir haben verloren. Da. So, da es jetzt ein wichtiger Kampf war, den wir verloren haben, dann passiert folgendes. Bam. Okay, dann machen wir es eben normal, bla bla bla. Wir haben zum Glück die Speed-Taste. Wo ich das 1000 Mal machen musste, da hat es vielleicht extrem genervt. Aber mit diesem Deck gegen den zu gewinnen, ist auch recht schwer. Ist auch recht schwer. Okay, ja, starten wir wieder als Zweiter. Okay, jetzt sind wir wieder bei derselben Stelle. Wir haben wieder Pokal des Asses zum dritten Mal schon hintereinander. Aha, keine Ahnung, was seine Zauberkarte hier bewirkt hat. So, wir ziehen.
just draw your own spell or trap card. Okay. Ja, die können wir verwenden. So, jetzt greifen wir ihn einfach mal an. Der Effekt von unserem Monster, wir können 500 Lebenspunkte zahlen, um sein Monster 500, zu schwächen. So, damit hat sein Monster nur noch 1300 und es ist Schwäche ist unseres und es wird zerstört. Pokal als Assist heben wir uns noch auf, weil es kritisch wird. Ach scheiße, es soll jetzt nicht sein, wie heißt die, Planierraupe des Untergangs. Naja, bringen tut's eigentlich nicht viel, ne? Okay, dann, wir können nichts machen, Endphase. Nee, Quatsch. Wir können nichts machen, Endphase. Ja, jetzt sind doch gar nicht am Zug, fail. Gut, naja, wir können unsere Klanghütchen verwenden, um uns zu verteidigen. Ich hoffe, jetzt spielt doch Kreaturentausch. Jetzt wäre ich die Scheiße, hab mich vertippt. Das Monster kann nicht zerstört werden. Okay, jetzt sind wir wieder dran. Was ist das für eine? Überarbeitet. Ah, zerstört alle Monster, dessen Angriffspunkte höher sind als seine Grundattacke. Ich gehe jetzt mal auf Glück und hole Zwillingslaufdrache aufs Feld. Okay, wir hatten Pech, naja. Dann machen wir es gleich nochmal. Pokal des Asses. Da hatten wir diesmal Glück. Urmaterialdrache. Naja, ich spiele mal überarbeitetes Verdeck, falls es einen Angriffspunkt seines Monsters erhöht. Ja, jetzt greift er unser Zwillingslaufdrachen an und wir verlieren 1100 Lebenspunkte. Was ist der Effekt von dem? Kenne ich gar nicht. Was macht die? Oh, ich glaube, wir müssen eine Karte von unserem Deck auf den Friedhof legen. Wissen wir dann? Die wird uns helfen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Spielen wir erstmal Finstere Valkyrie. Und setzen Kunai mit Kette verdeckt. So. Ah, super. Schwerer Sturm. Auf die Karte habe ich sowas von nicht gewartet. Ja, ich dachte, wir können auf dem Modus unseres Monsters switchen, bringt uns aber nichts. Alle Zauber und Feinkarten werden zerstört. Jetzt greift unsere Valkyrie an, ja. Wir verlieren wieder 1000. Der Effekt, wir müssen wieder unser Deck zerstören. Ja, ist jetzt eine verdeckte. Aber an unserem Klanghühnchen kommt er nicht vorbei. Wir haben den Schöpfer vom Friedhof. Nix Tetris. Gut, da versuche ich irgendwie Kunai mit Kette wieder zu holen. Hoffentlich klappt's. Soweit so gut, er zerstört unser Monster, der Flip-Effekt wird von unserer Maske aktiviert und wir können die Fallenkarte zurückholen. Natürlich nehmen wir Kunai mit Kette. So, ich hoffe er hat keinen Staubtornado, ansonsten haben wir ein riesiges Problem. Haben wir einen normalen Monster auf dem Friedhof? Nein, haben wir leider nicht. Die muss ich mal entfernen, die ist nicht so richtig gut. Um uns zu verteidigen, setze ich Mecha Bunny erstmal verdeckt und als Kunai mit Kette zusätzlich noch verdeckt. Ja, Staubtornado, ich wusste es. Gut, was macht er jetzt? Aha. Ah, verstehe, er kann ein Monster mit einer Stufe höher spezial beschwören. Ah, Dracheneis, was macht die? Ach so. Ich habe gerade nicht so richtig geachtet, aber die brauchen wir auf jeden Fall nicht, die Fallenkarte. So, verstärken wir unsere Verteidigung. Scheiße, es sucht er sich eher. Irgendeine Monster-Spezialbeschwörung, wer muss denn nicht wissen?
Was, der Moss geht durch Defense? Wusste ich gar nicht. Ach, scheiße. Dieses Moss geht auch die Verteidigung. Anscheinend hat er ein Monster, das bewirkt, dass unsere Monster sich seine Monster durch die Defense geht. Ich glaube, wir haben so gut wie verloren. Ich sehe jetzt keine Chance, wie wir noch gewinnen können. Ja. Okay, wieder verloren. Scheiße. Ich glaube, ich kaufe mal ein paar Karten, falls wir das Geld dazu haben. Und zwar gehen wir mal Return to Title Screen. Und gehen auf Continue. World Championship diesmal. Da können wir uns nämlich Karten kaufen. Ohne dass wir extra dafür in den Shop laufen müssen. Weil wir können jetzt ja eh nicht aus diesem Gebäude raus. Wie viel Geld haben wir? 804. Ja, nehme ich mal dieses Package. Und kaufen uns diese Karten hier. Hoffentlich sind da gute dabei. Wir brauchen nämlich sehr gute langsam. Gatling Dragon, okay. Die ist gar nicht schlecht. Die ist auch super. Die tun wir auf jeden Fall rein. Aha, da scheinen sehr viele Kriegerkarten im Deck drin zu sein. Okay. Gut, dann hier können wir außerdem unser Deck noch bearbeiten. Gut, welche Karte wollte ich schon immer raus tun? Natürlich die hier. Wir haben ja keine normalen Monster, bis auf Empfängerkrieger, aber das ist mir zu selten, dass man die Karte dann kombinieren könnte. Naja, nehmen wir uns mal Seelen, Dinge. Auf jeden Fall kriegen wir da immer 500 Lebenspunkte, wenn eine Zauberkarte aktiviert wird. Wir haben zwei Exodia-Teile. Für noch drei, dann könnten wir ein Exodia-Deck vielleicht machen. Ist auch nicht so schlecht. Maze of Dispel. Also sein Deck hat ja viele Tributmonster drin und viele Spezial. Also sollten wir vielleicht eine Fallen reintun. Das verhindert, dass er seine Monster-Karten spielen kann. Na, wäre auch nicht so schlecht, wenn wir die drin hätten. Friedensbote brauchen wir auf jeden Fall, weil er hat eine hohe Angriffskraft, seine Karten. Die könnten wir auch noch reintun, spaßeshalber. Um sein Deck ein bisschen zu zerstören. Haben wir denn noch was? Angriffe auf das Hauptquartier. Ne, brauchen wir eigentlich nicht. Das ist auch so eine Deckzerstörungskarte. Welche Karte tun wir jetzt entfernen? Wir haben zu viele Fallenkarten. Okay, die brauchen wir auf jeden Fall nicht. Twister können wir eigentlich auch entfernen. Weil der hat bestimmt keine dauerhaften Zauberkarten oder Fallenkarten, je nachdem. Verteidigen wird auch nicht, deswegen kommt die jetzt auch weg. Großschildwache können wir eigentlich entfernen, weil so viel hat den uns auch nichts gebracht. Gut, ich probiere es jetzt mit dem Deck. Wenn nicht, schauen wir im nächsten Part nach. Oder ich mache den Part ein bisschen länger. Ja, schau mal da mal nach, ob es ausgeht. Also wenn wir verlieren, mache ich den Part länger, bis wir den halt besiegt haben. Gut, bla 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 bla, ja, du hast mich gerettet, XD, 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 LOL, XD, Roffel, ja. Ja, du da, ja, das ist der Anführer, ja, du kommst aus Hilde, keine Angst vor deinen schwachen Decks, ja, mach ihn fertig, ja, ich will gewinnen, ja, bring es hinter uns. So, ja, los geht's. Ja, so. Vielleicht soll ich mal jetzt erster starten, das wäre auch gar nicht so dumm.
Ultimatives Insekt, Stufe 5. 3 Mechabunnies XD. Ah, okay, setz mal eins halt verdeckt. Wir haben jetzt ein schlechtes Blatt. Aha, er ruft jetzt sein ultimatives Insekt Level 7. Und jetzt entfernt er seine Monster und ruft seine Planierraupe des Untergangs. Und zusätzlich noch sein Ding. Übertreib's nicht! Ach so, deswegen hat er es in Angriff gespielt. Fies. Ja. Und wir, das ist erst der erste Zug, ne? Und wir sind jetzt schon klar im Nachteil. Unglaublich. Alter Schwede, und das im zweiten Zug. So viele Lebenspunkte habe ich noch nie in einem Zug verloren. Das verlieren wir wieder, hundertprozentig. Ja gut, daneben die hier und holen uns. Ja, wir können uns nur verteidigen, wir haben keine andere Wahl. Also verlieren werden wir uns wahrscheinlich eh. So, Mechabunny noch verdeckt. Und die können uns vielleicht noch beschützen, aber so richtig helfen wird die uns auch nichts mehr. Aber sag mal so, das ist das schwerste Duell, würde ich sagen, weil nachher können wir uns, wenn wir in der Stadt sind, können wir uns richtig heftige Decks zusammenstellen. Und dann haben wir auch bessere Chancen, die zu gewinnen, weil das ist ja gerade erst das Starterdeck. Damit können wir ja niemanden beeindrucken. Ja, unser Monster hat nur 100 Verteidigung. Mechabunny! Wir haben noch eine Runde überlebt. Was für ein Glück. Es opferte unser Michaelhäschen und ruft's. Ich habe keine Worte für das, was hier gerade stattfindet. Ich mache erstmal sein ultimatives Insekt zu Staub, so. Ich bin begeistert. Also in den anderen Spielen ist es echt leicht, gegen die zu gewinnen, aber hier ist es eine echte Herausforderung. Lol, jetzt ruft deine Zwillings. Jetzt macht deine Zwillingsbeschwörung und ruft seinen Monster wieder her. Alter, wie lol. Ich muss lachen, Leute, ich muss lachen, ich finde es so lustig irgendwie. Ich weiß, es ist schlecht für uns, aber ich muss lachen. Ich finde es so geil, wie der mich besiegt, ey. Oh, Junge, Junge. Okay, dann versuchen wir es noch einmal. Wir haben ja Zeit, wir haben genug Zeit. Ich kann die Parts bis zu 3 Stunden drehen. Wenn wir 3 Stunden brauchen. Das Problem ist aber, mein Headset ist Akku, also ja, muss ich ständig aufladen, weil es kabellos läuft. Läuft halt nicht über über Kabel, sondern muss immer aufgeladen werden, damit ich es verwenden kann. Okay, jetzt bin ich gespannt, wie er mich nochmal ownt. Okay, die heben uns auf jeden Fall auf. Die können uns vielleicht helfen. Setzen wir Mechahäschen verdeckt. Plus Staubtornado. Und beenden unseren Zug. Jetzt kommt wieder das Ganze, er zerstört mit Staubtornado. Gut, dass er nicht unsere Elfenbox zerstört hat. Er flippt sein Monster, jetzt kommt wahrscheinlich seine... Ah, okay, so macht das. Das macht er dann wahrscheinlich die Tributbeschwörung. Deswegen hat er es auch geswitcht, damit wir es im Angriff haben. Jetzt opfert er unser Monster, oder? Ne, macht er nicht. Naja, soll mir recht sein. Gut, jetzt können wir mal was Fieses machen.
Ja, opfern wir unser Monster einfach mal. Und holen Grain Mark. Und machen Michaelsen kaputt. Alter Schwede. Der Effekt zerstört ein Effektmonster, ist ja geil. Ihr merkt, ich bin jetzt ein bisschen komisch drauf, aber ich bin so lustig. Aha. Ich find's amüsant, also. Also, eigentlich soll's mir nerven, ja, aber ich find's amüsant. Ja, wir haben sogar falsch, ja, wie lustig. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, die ich als Displayer bis jetzt hatte. Die anderen waren ja nur Mini-Babyspiele, die jedes Kindergartenkind spielen kann. Aber jetzt ist es mal richtig, richtig lustig schwer. Okay, ja, wir müssen Lebenspunkte auffahren, damit unser Monster auf dem Feld bleibt. Jetzt versuche ich es mal mit Zwillingslaufdrache. Wenn wir Glück haben, haben wir Glück. Wenn wir kein Glück haben, haben wir kein Glück. Okay, wir haben wieder kein Glück. Aber wir können sein Monster trotzdem zerstören. Ach, das war unser Michaelsen, okay. Dann kriegen wir eben 500 Effektschaden. Ach so, ja, wir können ja noch eins beschwören, stimmt. Weil es ja unser Monster war. Okay, dann werden wir unsere Runde einfach mal, wenn er uns angreift, kommt unsere Falle. Und wir stellen unser Glück dann. Ach, so macht er das, na dann. So kann es natürlich auch machen. So kann man das natürlich auch machen, ja. Okay, dann ziehe ich einfach mal. Aha. Jutekämpfer. Können wir vielleicht mit der Falle kombinieren. Aber spielt zuerst Krebons. Bei Krebons kann nicht im Kampf zerstört werden, wenn wir 800 Lebenspunkte opfern. Jetzt ist er wieder dran. Und ich bin gespannt, was er macht. Aha, er greift uns der Michaelsen an. Nur zu, tu dir keinen Zwang an. Haben wir Monster mit über 2800 Angriffspunkte? Ich glaube nicht, ne? Dann können wir eigentlich gar nicht gewinnen. Außer wir zerstören es mit einem Effekt von der Zauber- oder Fallenkarte. Wie jetzt Spiegelkraft, die wir nicht mehr haben. Achso, jetzt, ja. Jetzt sind wir wieder dran. Göttlicher Zorn, die werden wir verwenden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, es reicht nicht für eine Synchro, aber doch, eigentlich schon. Okay, flippen wir Mecha Bunny. So, wählen seine Raupe. Decken unsere Falle auf und holen unseren Michaelsen zurück. Oh ja. Egal eigentlich, Michaelsen her. Damit haben wir Stufe 6 und können uns ein 6-Sterne-Muster rufen. Natürlich holen wir uns Gaia. Das ist im nächsten Zug wieder von seiner Planierraupe fertig gemacht wird. Okay, sein Monster hat 200 Angriffspunkte mehr als unseres. Aber wenn er einen Effekt von irgendwie aktiviert, dann können wir es zerstören. Ja, vielleicht hätte ich noch warten sollen, die Jutekämpfe das Essen in die Verteilung setzen sollen, naja. Okay, er macht unsere Synchro flatt, so kann man es natürlich auch machen. Ah, jetzt kommt der Effekt, sehr schön. Und auf einen Effekt kommt unser Effekt, indem wir seinen Effekt annullieren. So, jetzt hat er keine Planierraupe mehr. Aha. Oh, die hat uns genau geholfen. Jetzt greifen wir erstmal sein Monster an. Ich glaube, es ist wieder sein Insekt, mit dem er Monster spezial beschwören kann. Ah, doch nicht. Und weg mit dir! In Phase! So, wird wieder ein XXL-Part heute.
Also stören tut's euch bestimmt nicht. So, jetzt sind wir wieder dran. 4... Ja, 6... Wir haben aber keinen 6 mehr. Unser 6-Sterne-Monster liegt schon auf dem Friedhof, deswegen setze ich Wurm ab auf Kalypse erst einmal in die Verteidigung. Und schauen wir, was er verdeckt gesetzt hat. Ich glaube, wenn die Karte zerstört wird, wird unser Monster auf die Hand zurückgegeben. Kann das sein? Na, doch nicht. Jetzt zählt wahrscheinlich eine Planierraupe, beschwört es und dann macht er uns fertig. Ja, das so kann man es auch machen. Und was kommt jetzt? Jetzt fängt er mich an zu langweilen. Ryokyu. Ja, die kann man verwenden, falls er seine Planierraupe spielt. So, machen wir sein Monster noch fertig. Er hat nicht unendlich Monster in seinem Deck. Zack. Ich wette, gleich kommt eine Runde, da können wir ihn direkt angreifen. Und wenn wir das machen, dann macht man das auch extrem. Aber jetzt ruft er seine Planierraupe, glaube ich. Jawohl, das macht er. Ich hab's gewusst. Gut, und jetzt? Was macht er jetzt? Ah, er greift uns an. Und die Angriffspunkte von unserem Monster werden gesenkt. Ja, wir verlieren 1500 Lebenspunkte. Aha, jetzt kommt der Effekt. Drei Monster von uns auf dem Friedhof oder zwei Karten, was auch immer. Ah, Urknallkanüne. Muss ich den Effekt aktivieren? Ich will den gar nicht aktivieren, weil dann können wir Ryokyu nicht mehr verwenden. Oh, ich glaube, ich muss das machen. One, einmal pro Zug. Na, da müssen wir es eigentlich nicht machen. Okay, dann machen wir es. So, zerstören wir sein Monster mit Ryokyu. Wir ziehen die Angriffspunkte seines Monsters um die Hälfte und erhöhen sie von unserem Monster. 2100. Nee, er hat bestimmt Staubtornado. Wenn man die spielt auf unser Monster, dann aktiviert der Staubtornado unser Rückzugskanone wieder zerstört und wir müssen unser Monster aus dem Spiel nehmen. Und darauf habe ich keine Lust. So, darauf falle ich nicht rein. So, jetzt machen wir seine Planierroppe fertig, seine zweite. Und Endphase. Ja, da ist es, haben wir ein schwaches Monster in Angriffsposition auf dem Feld. Und er ruft seine dritte. Nee. Seinen Aztekenfüßler ruft er. Ich glaube, wir haben verloren, oder? Kann es sein? Na, 200 haben wir noch, okay. 200 läppische Lebenspunkte haben wir noch. Ei, jetzt haben wir irgendwie Glück. Also, jetzt läuft es besser als in den letzten zwei Duellen. So. Und ich warte auf den Staubtornado. Ich warte auf deinen Staubtornado und los, aktivieren doch. Jetzt, ich wette, er aktiviert ja, wenn wir ihn angreifen. Ah, ja, doch nicht. Okay, wir haben noch ein starkes Monster von ihm zerstört. Und er hat noch zwei Karten insgesamt. Insgesamt drei. Ja, jetzt verteidigt er sich nur. Hier mit unseren läppischen 200 Lebenspunkten. Ah, Verstärkung, die wird uns auch noch helfen. Unser Monster geht die Verteidigung, habe ich erst jetzt. Ist mir jetzt selbst aufgefallen. Ach, wie schön. Dann ziehen wir ihn erst einmal Lebenspunkte ab. 1050, jetzt haben wir nur noch 4900. Ist trotzdem, ja, da geht ein Steam grad und ein Friend von mir. Und jetzt gewinnt er in diesem Zug. Also, er könnte in jedem Zug gewinnen. Ach, Endphase, er macht nichts. Okay, dann sind wir wieder dran. Schon wieder in der Ausrüstung. Holen wir uns ein overpoweredes Monster her. So, direkt Angriff. Okay. So, einen Angriff noch, da haben wir gewonnen. Weil wir haben ja immer noch die Fallen, die wir verdeckt gesetzt haben. Ich wette, es kommt ein schwerer Sturm. Das könnte natürlich auch eine coole... Ach so macht er das! Er tauscht, okay. Das ist natürlich auch eine fiese Taktik, weil unser Monster ist von Verteidigungspuls. Ach so! Ah, da muss ich lachen. Ich find's so lustig. Ich find's echt so lustig. Wie göttlich. Er killt uns mit unserem eigenen Monster. Na, dann nutzt du mir auch den Spaß. So. Ah, cool, wir haben sogar noch überlebt. Hey, ich nicht gedacht. Ich wollte eigentlich nur Charts for Fun aktivieren. Ah, okay. Wir können kein Monster mehr spielen. Ich würde sagen, wir haben verloren.
opfert's gleich. Das hätte er aber nicht machen müssen, er hat doch sowieso schon gewonnen. Ja. So, einfach mal just for fun. Aua. Ich glaube, wir müssen ein bisschen Gold scheffeln. Okay, ich probier's noch einmal und wenn wir verlieren, dann werden wir im nächsten Part ein paar CPU-Duelle machen, um Gold zu kriegen, um dann bessere Karten zu holen. Gut, ja, hier ist wieder das altertümliche Gequatsche. Alter, hat uns einfach mit Ding zerstört, mit Kreaturentausch. Ich glaub's nicht. Okay, wie wollen wir jetzt verlieren? Ich bin gespannt, wie wir jetzt verlieren. Mit welcher fiesen Taktik er uns fertig machen wird. Aber die haben wir, die können uns helfen. Die heben wir uns auf, wenn er overpowered ist. Setzen wir aber erst viele Zauberkarten verdeckt, damit es ein Staubtornado und ein schwerer Sturm so verbraucht. Die er wahrscheinlich gezogen hat, jetzt mir die einfach mal verdeckt, so. Und so, okay. Also er hat Staubtornado und schwere Sturm, um unsere Zauber- und Fallenkarten zu zerstören. Oder Schildcrush. Hegerpflanze. Aha, wieder so ein overpowered Zug. Ja, wenn ich Friedensbrote spiele, dann kommt sein Staubtornado oder sein schwerer Sturm. Hundertprozentig. Ja, ja, ja. Ich wette, das ist ein Staubtornado. Staubtornado. Ja, probier es einfach mal. Twin Barrel Dragon. Auf seine Gigapflanze oder was auch immer das für ein Ding ist. Ja, und wir hatten wieder Pech. So, jetzt kommt Staubtornado von ihm, glaube ich, irgendwann mal. Naja, wir haben immer noch instabile Evolutionen, die habe ich ganz vergessen. Oh, sind unsere Monster gleich stark. Aber wir können seine Aztekenfüße. Ich Idiot! Ich hätte es anders machen sollen, aber gut. Er ruft sich mehr Monster auf sein Spielfeld, indem er seinen Monster als Tribut beschwört. Oder ja, indem er sein Monster vervielfältigt mit Ameisen. Okay, jetzt ruft er mit seiner Zwillingsbeschwörung ein Monster und beendet seinen Zug. Na gut, ich muss 100 Life Points zahlen, damit unsere Falle auf dem unsere Zauberkarte auf dem Spielfeld bleiben kann. Bieten wir unser Monster als Tribut erstmal an. So, und noch Verstärkungen verdeckt, falls er irgendeine Schandtat vorhat. Ich sag mir schwerer Sturm. Aha. Aha, er denkt uns ein Monster. Ach, jetzt tut er unseren Effekt gegen uns aktivieren. Und jetzt wette er Glück. Aber schade. Ich hätte mich so schlapp gelacht, aber gut. Das wäre echt episch. Okay, jetzt sind wir wieder dran. Aha. Ja gut, haben wir erstmal 100 Lebenspunkte. Ich will immer Life Points sagen und dann sage ich es auf Deutsch Lebenspunkte. Lebenspunkte, weißt du? Ja, dieses Monster kann angreifen, weil es eine Attacke von 1400 in der Nähe hat. Ich wette, das hat der Spiegelkraft bestimmt in seinem Deck. Hast du Spiegelkraft in deinem Deck? Hast du? Hast du? Ah, so macht er das. Jetzt hat er seinen Staubtornado rausgeholt. Ja gut, soll mir recht sein, können wir ihn eben noch mit unserem Urmaterialdrachen angreifen. Und zwar machen wir seine Gigapflanze jetzt kalt. Zack, sind zwar gleich stark, aber nicht mehr, wenn ich diese Falle hier verwende. Und die Angriffspunkte unseres Monsters um 500 erhöht. Bam! So.
Jetzt ruft er seine Planierraupe des Untergangs. Oder? Nee. Ah, wir haben den Schöpfer. Fällt mir das jetzt auf. Den werden wir auch dann gleich spielen. Und dann kommt Shield Crush. Das wäre auch episch. Eieiei, ich werd verrückt. Ich werd verrückt. Ja, ja. Morphing Jew. Ja, er hat mehr Monster als wir. Ja, gut, warum nicht? Können wir eigentlich auch mal machen, ne? Ja, ich zerstöre sein Verdecktes. Das ist wahrscheinlich ein fieses Monster. Aha, so macht er das. Ja, gut, dann lassen wir es gut sein und switchen unser Monster in die Defense. So, und wenn so unser Monster zerstört, dann. Dann wird's witzig. Ach, schon wieder Morrowind-Musik. Ja, okay, lass uns mal zum Entspannen. Jetzt kommt Shield Crush und zerstört unser Monster. Ich hab so lustige Fantasien. Ja, soll mir recht sein. Was haben wir denn da alles? Ach so, der Effekt von unserem Monster. Na dann. Na, lass uns gut sein. Zerstöre ich unser Monster. Das kriegst du schon zurück. Und zwar jetzt, Grins, Grins. Okay, alles zurück ins Deck. Aha, müssen wir uns merken? Uiuiui, die... Wenn die Karte geflippt wird, kann er eine Karte von uns zerstören. Ach, wie schön. Ach, wie schön. So viele Zauber- und Feinkarten werden zerstört von uns. Oh, shit. Okay, ja, Maske der Finsternis, was soll's? Haben wir eine Falle, eine optimale? Ja, Feenbox haben wir. Endphase. Er flippt sein Monster. Oder seine zwei Monster, sag mal so. Zerstört eins von uns durch seinen Effekt, oder? Was ist denn das für ein Effekt? Kenn ich gar nicht. Achso, er kann jetzt Zauber und Feinkarte von uns zerstören. Und wir haben gar keine. Also kann er den Effekt nicht verwenden. Aber das Problem ist, er kann sie immer wieder verdeckt setzen. So könnte er unsere Falle, die wir dann gleich zurückholen, zerstören. Naja. Ich werde dann versuchen, den Schöpfer zu spielen. Wobei, er zerstört es. Ah, so macht er es. Haben wir noch Michael? Ich hoffe schon. Dann können wir den Schöpfer nämlich spielen. Ne, ich glaube, wir haben keins mehr, oder? Ne, wir haben keins mehr. Doch, haben wir. Ah, haben wir ein Glück. Ich merke, mein Headset wird langsam low und der Akku geht langsam aus, also ich muss mich langsam beeilen. Also falls ursprünglich der Ton von mir ausgehen sollte, dann, dann ist mein Headset leer. Gut, holen wir uns erst einmal die Elfenbox. Und jetzt flippen wir unser Mecha-Häschen. Wir wollen ihm ja schließlich noch Schaden zufügen. Ja, und holen uns den Schöpfer. Irgendwie. Ja, ich setze mal in die Verteidigung. Wenn er Shield Crush hat, dann ist es egal. Wir haben halt verloren. So. Endphase. Ach so, ach, ist das episch. Ich liebe den Typen. Ich liebe ihn. Ich weiß nicht warum, aber ich liebe ihn. Ach so, macht er das und dann. Ja gut, soll mir recht sein. Ja, ich weiß schon. Kann er, jetzt opfert er der und sein zweites Monster. Er hat ja immer noch unseren Schöpfer. Aber er darf zwei Karten ziehen. Naja, bringt uns nicht sehr viel. Endphase. Der Schöpfer hat 3000 Verteidigungspunkte. Das heißt, wir können ihn nicht angreifen. Ah! Ja, jetzt kommt eine schwere Sturmkarte. Okay. Ach, ich hätte unser Monster noch switchen sollen. Okay, wir haben so gut wie verloren.
killt uns wieder mit unserem eigenen Monster, oder? Ah, da erhöht er die Stufe seines Monsters und holt sich das ultimative Insekt. Ich würde sagen, wir haben verloren. Ich spule mal vor. Jetzt aktiviert er den Effekt, ruft seine Gigapflanze und beendet das Ganze. Ach, jetzt holt er sich noch eins. Mann, wie gierig muss man sein? Okay, dann werden wir im nächsten Part ein paar CPU-Duelle machen. Und dann, ja, dann werden wir gegen Lenny gewinnen. Bis dahin. Servus!